So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wir machen wieder ein Secret Layer aus. Das sieht man an dieser wunderschönen Secret Layer Matte. Und ich habe wieder eine Leihgabe, kurz zum Aufmachen, für euch. Und zwar die Fiona Staples. Ich habe das letzte Mal ja richtig Anschiss dafür bekommen, dass ich nicht wusste, wer Jen Bartel ist oder so. Dementsprechend, ja, ich weiß zumindest, wer Fiona Staples ist. Ich habe es gegoogelt, damit ihr mich nicht tötet. So, gucken wir uns direkt an, was wir drin haben. Und oh mein Gott. Es ist die beautifulste Karte in diesem ganzen Secret Drop. Einfach weil es gibt ja einen Grund, warum ich meinen Kanal so in diesem ägyptischen Stil halte. Weil ich mag ägyptische Stile. Und dieser Soulscar Mage, ah, jetzt geht wieder das hier los. Dieser Soulscar Mage ist, oh, es ist so, so ägyptisch, wie man nur sein kann. Großartig. Machen wir es mal auf. Es ist nicht so schwer wie diese komischen Collector Booster aus dem neuen Innistrad Set. Die sind noch schwerer aufzumachen. Aber wir wollen ja hier auch nichts kaputt machen. So, wir haben Soulscar Mage. Einmal eine 1-2 mit Pros. Gut. Und wenn eine Quelle dem Gegner Schaden zufügt, und zwar Non-Combat Damage an eine Kreatur, werden stattdessen so viele minus 1 mit 1 Mark gemacht. Theoretisch könnte da auch draufstehen: Spells you control have Wither. Aber wir dürfen ja nicht alte Fähigkeiten benutzen. Dann haben wir eine, oh, die ist voll hübsch. Ich habe mir die tatsächlich vorher nicht angeguckt. Dryad of Elysian Grove. 3 Mana 2/4, man darf eine zusätzliche Land spielen und Länder haben alle Landtypen. Die wird halt im Modern gespielt, die wird im Legacy gespielt. Das ist ein richtig geiles Teil. Gerade mit Valakut. Sehr, sehr stark. Sakura Tribe ist für mich so ein kleiner Fan-Favorite. Habe ich vor 10 Jahren schon gespielt. Ist immer noch super. 2 Mana 1/1, man kann ihn opfern, um dann direkt am Standard dann durchsuchen, das Katar ins Spiel bringen. Dieses Artwork. Mein Gott, ist das süß. Spellqueller, sehr, sehr starke Karte, jetzt gerade auch durch das Pioneer-Deck, dieses Spirits Pioneer-Deck. Mega, mega cool. 3 Mana 2/3 Flash fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilen wir einen Spell mit Mana-Kosten 4 oder weniger. Wenn er das Spiel verlässt, bekommt derjenige den Spell. Ist dabei ganz witzig, wenn man damit so ein Mass-Removal macht und wenn man den dann zerstört, kriegt man Mass-Removal oder so. Kann man auch mal benutzen, um den Gegner ein bisschen zu triggern. Und wir haben ein metallenen Goblin, der sich als Pirat verkleidet, mitten in einer Piraten-Goblin-Crew. Und zwar der Metallic Mimic. 2 Mana 2/1, wenn er ins Spiel kommt, suchen wir uns Kreaturentyp aus. Und der ist zusätzlich zu diesem Shapeshifter-Kreaturentyp auch dann zum Beispiel Goblin. Und Kreaturen, die wir kontrollieren mit dem Chosen-Typ, also mit dem Typ, den wir ausgesucht haben, kommen mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Wow. Krass. Each other creature you control of the chosen type. Eigentlich müsste dann each creature... Ja, egal. Ich kann es nicht besser formulieren. Die haben es alle schon richtig gemacht. Gucken wir uns nochmal die Secret-Karte an. Die Secret-Karte ist... Sharken the Masterless. Ich wusste auch nicht, dass hier noch Glass... Haben die noch irgendwo Reste von den Glass? Planeswalker drin gehabt. Den habe ich aber tatsächlich noch nie gesehen. 5 Mana, 5 Marken. Immer wenn eine Kreatur angreift und... was? Immer wenn eine Kreatur angreift... Also euch oder einen Planeswalker, den ihr kontrolliert, fügt jeder Drache dieser Kreatur einen Schaden zu. Das ist nicht schlecht. +1, man kriegt, nee, bis zum Ende des Zuges wird jeder Planeswalker zum 4-4 Drachen. Jeder Planeswalker, das heißt nicht nur er. Ich kann mit meinem Jace zuhauen? Geil. Und -3, wir kriegen einen 4-4 Dragon. Ja, soviel zu diesem Secret Lair. Danke nochmal fürs Ausleihen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.